Wie gesagt, Außenspiegel gibt es nicht mehr, sondern hier sind Kameras. Was ist der Vorteil? Der erste Vorteil ist, sieht man sofort, viel, viel kleiner. Man sieht beim Handy großen Logik-Rückspiegel der SUVs, ist hier nicht mehr gefragt. Kleine, feine, schöne Seite. Rückspiegel sind ja nicht mehr, sondern Kameras. Und die projizieren eben das Bild bzw. das Display, das wir Ihnen verbaut haben. Ein weiterer Vorteil ist eben da, wir haben bessere Dynamik, weniger Luftwiderstand, weniger Verbrauch, weniger CO2. Ein wichtiges Thema, ne? Weniger CO2. Ein Vorteil, der größte Vorteil ist aber Sicherheit und Komfort. Bedeutet, wenn Sie nachts fahren, es regnet auf der Autobahn, Sie kennen, das ist nicht so angenehm, wenn man da durchschaut, das sieht sehr diffus aus, es spiegelt etc. Das ist bei den Systemen der Fall. Kameralinsen sind am Aufnahmesystem, sie werden geheizt, bleiben dann immer klar. Hochauflösende Kameras, hochauflösende Displays im Innenraum, sie haben einen perfekten Blick nach innen. Gilt nicht nur für die Außenspiegel, gilt auch für die Innenspiegel. Sie kennen das von Design der ganzen Kamerahersteller, SUV-Scheibe wird ja immer kleiner. Dann schaut sie so zurück und sieht dann gar nichts mehr. Auch das Problem ist dafür oben. Die Kamera ist hinten über der Heckscheibe bzw. in der Antenne verbaut und projiziert das Bild in den Spiegel. Sie können auch wieder auf Scheiben, auf Spiegelmodus gehen. Wenn Sie schauen wollen, was machen wir hier ist, im Hintergrund, das könnt ihr natürlich tun. Aber um perfekt hier dahin zu machen, nutzen Sie auch im Idealfall die Kamera. Das haben wir hier dargestellt und hier. Schauen Sie es mal an. Eine der Sicherheit. Ich bin ja hier nach Berlin und wir haben uns hier auch so bei uns auf dem Stand hier, weil wir hier den Unternehmen in Zukunft eben so aus, dass es keine Verschiebene haben werden, sondern die ganzen touristischen und die ersten Eine Politik herstellen, damit unsere automatisierte Parksysteme und zeigen wir hier bei Fahrzeuge rum. Вон под Кубанакман смотрите, смотрите. Когда Мерседес вставали, вот так где-то останавливались, стояли. Потом с места двигались на место. А, черные мешали. Все стали. Смотри, как вот exklusiv hier auf der Jahr zeigen des zweiten Besitzers. Иди, встань, подойди. Вон черная смотрите. А там большая очередь, чтобы прокатиться? Два человека. Где? Смотри, это понимает, что мы смотрим. Странно, тут застревали машины, а это не застряло. Если не боится. Ой, как классно. Например, вечно, когда камеру поверну, самое интересное в другом месте. Все разбили, что ли?
Thank you.